Sie sind hier, 25. Oktober 2018, 12.16 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Dennis Augo, vorne, steht beim VfB Stuttgart vor seinem Comeback. Urheberrecht Getty Images. Rechtzeitig vor dem Derby gegen Hoffenheim gibt Dennis Augo beim VfB Stuttgart sein Comeback. TSG-Coach Nagelsmann kündigt eine Rotation an. Markus Weinzierl kann in seinem zweiten Bundesligaspiel als Trainer des VfB Stuttgart am Samstag bei der TSG Hoffenheim wieder auf Dennis Augo zurückgreifen. Der ehemalige Nationalspieler sei nach überstandenem Muskelfaserriss wieder fit, sagte Weinzierl am Donnerstag. Bundesliga, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart ab 18.30 Uhr im Live-Ticker. Der Coach rechnet sich nach der 0:4-Pleite zum Einstand gegen Borussia Dortmund im Kraichgau etwas aus. Hoffenheim ist offensiv sehr, sehr stark. Dass sie defensiv immer wieder für einen Fehler gut sind, ist bekannt, sagte er. Wir wollen mutig verteidigen. Weinzierl nannte die Tabellensituation mit Rang 17 sehr unbefriedigend. Brav zu sein könne im normalen Leben ganz nett sein, aber nicht in unserer Situation auf dem Fußballfeld. Der Mannschaft muss klar sein, um was es geht. Sie muss von der ersten Minute an da sein. Wir dürfen in keiner Phase brav agieren. Der ehemalige Schalker, 43, widersprach Berichten, wonach er zu Holger Badstuber seit der gemeinsamen Zeit bei den Knappen eine angespannte Beziehung habe. Es gibt kein kritisches Verhältnis. Holger ist ein guter Spieler, ein angenehmer Mensch, der einfach Fußball spielen will. Wenn er nicht spielt, ist er nicht zufrieden. Das erwarte ich auch. Nagelsmann kündigt Rotation an. Derweil hat Hoffenheim-Trainer Julian Nagelsmann gegen den VfB personelle Rotation angekündigt. Es gibt keine neue Verletzungen, aber ich werde wie schon zuletzt aufgrund unserer vielen Spiele einige Veränderungen vornehmen, sagte der Coach des Champions League-Starters am Donnerstag mit Blick auf die Partie in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena. Dass der VfB mit seinem neuen Trainer Markus Weinzierl nach Sinsheim kommt, macht die Aufgabe für Nagelsmann nicht leichter. Punkt. Wenn ein neuer Coach kommt, entsteht immer ein neuer Schwung, sagte der 31-Jährige. Zudem ist es im Vorfeld nicht einfach zu analysieren, wie der Gegner spielen wird.